Endlich ist Zeit für Blues Mitbringtag. Ja. Das sind wir. Ja. Er ist wunderschön, Blue. Oh, ich liebe ihn. Ist klasse. Durch die ganze Stadt. Der Bus. Der Schulbus. Hey, Blue, möchtest du mit dem Schulbus fahren? Mit der Schule ist jetzt Schluss, also ab in den Bus. Wir sehen uns morgen ohne Kummer und Sorgen. Na dann los. Alles klar, schnell ja. Buszeit. Das war ein toller Tag. Passt auf euch auf. Bis morgen. Bis dann, Frau Merrigo. Bis dann. Das war ein schöner Mitbringtag. Macht's gut. Ich kann's kaum glauben, dass wir mit dem Schulbus fahren. Jetzt alle anschnallen. Jetzt geht's los. Haha. Reifen vom Bus drehen sich rundherum, rundherum, drehen sich rundherum, 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 rundherum. Die Reifen vom Bus drehen sich rundherum, rundherum. Und jetzt alle durch die ganze Stadt. Die Hupe vom Bus macht hup hup hup, hup hup hup, macht hup hup hup, hup hup hup, macht hup hup hup, hup hup hup. Vom Bus macht Hup, Hup, Hup. Hup, Hup, Hup. Los, singt mit uns. Durch die ganze Stadt. Durch die ganze Stadt. Durch die ganze Stadt. Das war wirklich großartig. Oh. Und wer, wenn ich fragen darf, bist du? Ich bin die Sonne. Du bist die Sonne? Ja, das bin ich. Wow! Du bist das Zentrum des ganzen Sonnensystems. Ich kann dir nur sagen, ich bin dein größter Fan und möglicherweise kannst du uns helfen. Weißt du, ich kann mich einfach nicht erinnern, welcher Planet welcher ist und Okay, Josh. Die Sonne glüht heiß. Merkur tut's ihr gleich. Venus scheint so hell und klar. Auf der Erde wohn ich und du. Mars ist der Rote. Jupiter der Größte. Der Saturn hat viele Ringe. Uranus dreht sich seitlich. Neptun ist sehr windig. Und Pluto ist ganz klein. Er wird Zwergplanet genannt. So heißen die Planeten und jetzt kennen wir sie auch. Wow, ich glaube, ich habe einen neuen Ohrwurm. Danke für deine Hilfe, Sonne. Gern geschehen, Super Josh. Jetzt bist du dran, alle Planeten aufzuzählen. Ich bin dran. Moment. Würdet ihr mir helfen? Würdet ihr? Großartig. Danke. Okay, Sonne. Ne Kleinigkeit für uns. Die Sonne glüht so. Oh. Heiß. Hey. Merkur tut's ihr gleich. Venus scheint so. Hell und klar. Auf der Erde wohnen ich und du. Mars ist der Rote. Und Jupiter der Größte. Entschuldigung. Saturn hat viele Ringe. Und Uranus dreht sich seitlich. Neptun ist sehr windig. Ja. Und Pluto ist ganz klein. Er wird Zwergplanet genannt. So heißen die Planeten und jetzt kennen wir sie auch. Ja, gut gemacht. Und jetzt nochmal.
Die Sonne glüht heiß. Merkur tut's ihr gleich. Venus scheint so hell und klar. Auf der Erde wohn ich und du. Mars ist der Rote. Jupiter der Grüße. Der Saturn hat viele Ringe. Uranus dreht sich seitlich. Neptun ist sehr windig. Und Pluto ist ganz klein. So heißen die Planeten. Und jetzt kennen wir sie auch. Jetzt nochmal. Oh, warte. Ich muss jetzt zurück zur Erde. Wir wollen noch Blues Clues suchen, weißt du? Aber bevor ich fliege, ein Selfie? Ja, gern doch. Okay, Blue, bist du bereit? Klasse. Dann starten wir jetzt das Tornado-Experiment. So, als erstes füllen wir ganz vorsichtig eine Plastikflasche mit Wasser. Bin ich aufgeregt? Das Tornado-Experiment ist echt cool. Das Tornado-Experiment? Hm? Wir wollen zugucken. Oh, seht mal, da sind Schaufel und Eimer. Okay, so als nächstes kleben wir dann damit die zweite Plastikflasche auf die erste hier. Und zwar verkehrt herum. Hat hier etwa jemand verkehrt herum gesagt? Hey, Briefkasten. Oh, warte, bis du siehst. Okay. So, nachdem alles gut verklebt ist, werden wir sie kreisen lassen. Wir sind bereit für unser Tornado-Experiment. Okay, los geht's. Immer schön im Kreis. Seht euch das an. Es sieht aus wie ein echter Tornado. Das war großartig. Oh, die Sonne. Hallo, Sonne. Hey, was machst du denn so die Nacht über? Also, ich bin die Sonne. Ich bin ein Stern, der immer zu scheint. Immer zu scheint? Tag und Nacht? Aber wieso ist es in der Nacht dann dunkel? Psst, vielleicht kann ich ja helfen. Wer bist du? Ich bin ein sehr wichtiger Planet. Dein Zuhause. Oh, der Planet Erde. Hey, ich kann unser Haus sehen. Also, ist es hell oder dunkel, wo unser Haus steht? Es ist dunkel. Mhm. Oh. Es ist dunkel. Richtig. Aber wenn es hier dunkel ist, wieso ist es dann da hell? Das Licht kommt von mir. Wo ich scheine, da ist Tag. Aber ich hatte gedacht, die Sonne scheint immer. Tue ich auch. Aber im Moment scheine ich nicht auf euer Haus, wie du siehst. Euer Haus steht gerade im Schatten, weißt du? Oh. Ja, seht euch das an. Auf dieser Seite, ganz im Schatten, ist es dunkel. Das ist die Nacht. Ja. Ah, und hier drüben, wo die Sonne scheint, ist es Tag. Ganz schön schlau. Oh, warte. Aber es ist doch bei uns nicht immer Nacht, oder? Nein. Was denkt ihr, wie entsteht der Wechsel von Nacht zu Tag? Psst, hier drüben, das hat etwas mit mir zu tun. Ich drehe mich und wenn ich mich so um mich herum drehe, dann wandelt sich bei euch die Nacht in Tag. Die Erde dreht sich und deshalb wird aus dem Tag die Nacht und aus Nacht Tag. Eine fantastische Entdeckung, Pyjamanauten. Also, die Sonne scheint immer zu hell. Hell, richtig. Und die Erde ist sich immer am drehen. Drehen, stimmt. Und wenn die Sonne auf uns scheint, ist es Tag. Tag. Und wenn die Sonne nicht auf uns scheint, ist es Nacht. Oh,
Richtig, weil wir dann nämlich in einem riesigen Schatten sind. Dann ist es Nacht. Richtig. Oh, es ist schon spät, Pyjamanauten. Wir müssen zurück zur Erde. Bis bald. Komm mit. Wow. Wow. Seht euch nur mal diesen Laden an. Oh, kommt. Oh, hey Josh. Hallo Blue. Hey Joe. Oh, okay, also, was wollte ich noch mal kaufen? Einen Stift. Einen neuen Stift, richtig. Mal sehen, wie viel Geld ich dabei habe. Dafür werde ich mein blau gestreiftes Portemonnaie hier checken. Wollt ihr mit mir zählen? Okay, danke. Los geht's. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Blue-Dollar, um einzukaufen. Wie viele Scheine brauche ich für den Stift? Zwei Blue-Dollar. Hey, woher wisst ihr das? Es steht auf dem Schild. Oh ja, auf dem Schild. 2 Blue-Dollar. Okay. 1, 2. Hi, hallo. Ich möchte einen neuen Stift kaufen, bitte. Na klar, das macht 2 Blue-Dollar, bitte. Okay, dann mal los. 1, 2. 2 Blue-Dollar. Der blau gestreifte Stift gehört jetzt dir, bitte. Mein neuer Wachsmalstift. Und er hat sogar ein Schleifchen. Du bist ja auch in einem Geschenkeladen, Josh. Das gehört nun mal dazu. Oh. Denkt ihr, ich habe möglicherweise Geld übrig, um noch etwas zu kaufen? Na dann, lasst mal sehen. Also, ich hatte 7 Blue-Dollar. Und dann habe ich 2 für den Stift bezahlt. Also wie viele Blue-Dollar habe ich jetzt noch? 5. 5. Richtig. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Blue-Dollar sind noch übrig. Also, seht ihr etwas, das ich für 5 Blue-Dollar kaufen könnte? Wie wäre es mit den blauen Socken? Habe ich noch genug Geld dafür? Nein! Nein? Diese Socken kosten 6 Blue-Dollar. Und ich habe 5. Wie wär's mit dem coolen Cap? Habe ich dafür genug Geld? Ja! Ja! Es kostet 3 Blue-Dollar und ich habe 5. Ja. Und? Hast du noch einen Wunsch? Noch mehr Geschenke? Ja, ich würde gerne das Cap da kaufen. Das ist eine gute Wahl. Es hat einen Gitarrensticker. Es ist wie für dich gemacht. Ich kriege dann 3 Blue-Dollar, bitte. Okay. Na dann. 1, 2, 3. Oh, seht mal, ich habe noch 2 Blue-Dollar übrig. Ha. Danke. Ich glaub es nicht. Er hat einen Limonadenstand eröffnet. Das ist genau das, was Blue sucht. Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Ich wollte Geschenke sagen, aber Limonade ist auch okay. Also, wollt ihr Limonade kaufen? Aber ja, das ist genau das, was Blue möchte. Das macht genau 1 Blue-Dollar, bitte. Hier ist er. 1 Blue-Dollar. Bitteschön. Danke sehr. Wie viele Blue-Dollar habe ich noch? 1 Blue-Dollar. Richtig. 1 Blue-Dollar habe ich noch. Den spare ich. Bitte sehr. Eine frisch gepresste Limonade. Mit Eiswürfeln und in einem Becher fürs Picknick. Sehr schön.
ist Blues Schule. Oh, hey Blue. Dieses orangene Kätzchen malt ein Bild. Sie sieht ziemlich glücklich dabei aus. Sie klingt auch glücklich. Oh nein. Seht doch, seht, was passiert ist. Oh, was glaubt ihr, wie sich das Kätzchen jetzt fühlt? Traurig. Ja, traurig, weil sie traurig wimmert und die Schnurrhaare hängen lässt. Oh, was soll ich nur tun? Was glaubt ihr, könnte das Kätzchen jetzt tun? Sollte sie aufhören zu malen und aufgeben? Oder sollte sie sich ein neues Blatt nehmen und weitermalen? Was meint ihr, sollte sie tun? Ein neues Bild malen. Ich male jetzt ein neues Bild und das wird noch viel schöner als das erste. Ja, richtig, weil wenn man einfach da sitzt und aufhört zu malen, hat man kein Bild, das man mitnehmen kann. Mhm, das stimmt. Oh, hey, das war wirklich gar nicht so einfach. Los geht's. Wer ist da? Oh, Blue, sieh mal. Deine Freundin Magenta ist hier. Oh nein, alles gut, Blue. Wir wollen dir helfen. Helft ihr auch mit? Großartig. Oh, seht mal, Blue und Magenta wollen mit den Bauklötzen spielen. Kommt mit. Bauklötze, wie unsere Clues. Und wie fühlt sich Blue jetzt? Ja, sie scheint ein bisschen nervös zu sein. Okay, also jetzt möchte Blue einen hohen Turm aus Bauklötzen bauen. Oh, Magenta hat den hohen Turm von Blue umgeworfen. Ich kann gar nicht hinsehen. Das macht Blue traurig. Und mich auch. Was denkt ihr, sollte Blue jetzt tun? Blue erklärt Magenta, wie sie sich fühlt. Das ist gut. Oh. Jetzt werde ich langsam nervös. Was denkt ihr, sollte Blue jetzt tun? Blue erklärt Magenta, hör auf. Oh. Ich glaube, Magenta ist jetzt auch traurig. Hey, Blue gibt Magenta Bauklötze ab, damit sie die umwerfen kann. Eine großartige Idee. Was denkt ihr, wie Blue sich jetzt fühlt? Glücklich! Glücklich, ja! Blue ist glücklich! Und Magenta ist auch glücklich. Und ihr? Oh, oh gut, ich auch. Oh. Gut gemacht, Blue und Magenta. Ihr habt es gelöst. Oh. Gern geschehen. Ich liebe dich auch. Farben mischen auf der Welt. Orangen steht durch Rot und Gelb. Orangen steht durch Rot und Gelb. Limette, eine Farbe, die ich selten sah. Aus Gelb und Grün, jetzt ist's mir klar. Wollen wir Violett, wäre es sehr schlau.
Zwei Farben zu mischen, lila und blau. Zwei Farben zu mischen, lila und blau. Blau und gelb erstrahlen in grün. Und blau und grün sind Aquamarin. Klarer Fall, Farben, Farben überall, Farben, Farben überall, Farben, Farben überall. Hallo Schaufel, hallo Eimer. Hallo Josh. Hallo. Kommt mit. Hallo. Seht euch Blue an. Sie hat Farbe an den Pfoten. Welche Farben benutzt Blue zum Malen? Rot und Gelb. Oh, Rot und Gelb, ganz genau. Hey Blue, du hast rote und gelbe Farbe an deiner Pfote. Seht euch das an. Blue hat eine neue Farbe gemischt. Welche Farbe wird aus Rot und Gelb? Orange. Wir brauchen Orange. Damit können wir das orange Kätzchen malen. Das ist eine tolle Idee. Wir benutzen diese Fingerfarben, um zu malen und malen ein Bild mit allen, die wir kennen. Oh, wir nennen es unser Freundschaftsbild. Oh, schön gemacht, Blue. Das ist das orange Kätzchen. Wir malen all unsere Freunde und Freundinnen. Wow. Seht euch all diese Farben an. Oh, da ist die Farbe Rot. Hallo, Rot. Hallo. Und da ist die Farbe Blau. Hallo, Blau. Hallo. Unsere Freundin ist nach dir benannt. Ist Limette vielleicht eine gelb-grüne Farbe? Eine gelb-orange Farbe? Oder vielleicht eine rot-lila Farbe? Welche zwei Farben ergeben zusammen Limette? Gelb und grün. Gelb und grün ergeben Limette. Ja, ganz genau. Bis dann. Bis dann. Wir ergeben gelb-orange. Gelb-orange ist ein leuchtendes Orange. Und wir werden zu Magenta. Magenta. Magenta ist eine rötlich-lila Farbe. Wow, es gibt so viele tolle Farben. Was ist eure Lieblingsfarbe? Diese Farbe mag ich auch. Magenta, Blue möchte, dass du mit auf das Freundschaftsbild kommst. Hier, Blue, du darfst Magenta malen. Magenta entsteht aus der Farbe Rot und der Farbe Lila. Unser Freundschaftsbild ist jetzt vollständig. Juhu! Ja! Oh, wie schön! Oh, seht ihr, da ist Magenta. Genau neben Blue. Und da bist du. Und da bin ich. Wow! Wir sind in Blues Bild. Oh, ich bin gespannt, was Blue aus diesem Klecks macht. Was malt Blue da? Ein Einhorn. Hallo Josh und hallo Blue, ich bin's. Luna, das lila Einhorn. Wow, das Einhorn hier kann sprechen. Komm, spring auf, Blue, und los geht unser Einhornritt. Da
ist noch ein weiterer Klecks. In was verwandelt Blue diesen Klecks? In eine Blume. Eine Blume? Oh ja. Ah, guten Morgen, ihr Zauberhaften. Wow. Wow. Hallo, Blume. Wie geht es dir? Also, ich bin ein wenig durstig. Das klingt nach einem Job für den Klassenraumhelfer. Danke sehr. Oh, du bist gewachsen. Wow. Du. Kommt mit. Ja, kommt mit. Bis dann. Und ein gelber Klecks. In was verwandelt Blue diesen Klecks? In eine Ente. Hallo, kleine Ente. Zeit für einen Einhornritt. Spring auf, Blue. Wow! Seht euch diesen wunderbaren Regenbogen an. Oh. Hey, Blue, du hast jeden Klecks in etwas echt Tolles verwandelt. Mach's gut, Blue, und komm bald wieder. Bis dann. Hallo, Madame Pfeffer, Monsieur Salz. Oh, hallo, Josh. Was ist hier denn groß? Wir versuchen, Orangensaft zu machen. Würdest du uns helfen? Na klar. Ihr helft auch mit, richtig? Großartig. Puh. Wir fragen uns gerade, woher der Orangensaft überhaupt kommt. Woher kommt Orangensaft? Ach ja, von Orangen. Und Orangen wachsen an? Bäumen. An Bäumen. Richtig. Und ein Orangenbaum wächst aus, Kernen. Oh, Kernen. Richtig. Voilà. Orangenbäume wachsen aus Kernen. Oh, ein Kern wird eingepflanzt und daraus wächst ein Orangenbaum. Seht euch das an. Hey, aber wie wird daraus Orangensaft? Pflück eine Orange. Oh, pflück eine Orange vom Baum. Und woher kriegen wir jetzt den Saft? Press die Orange aus. Press die Orange aus. Richtig. Die Orange wird ausgepresst und der Saft kommt in den Becher. Mmh. Wow. Daher kommt Orangensaft also. Aber natürlich. Okay, also, ich fasse mal zusammen. Orangensaft kommt aus einem Kern. Der Kern wird in die Erde gepflanzt. Und dann wächst aus dem Kern ein großer Baum, an dem wiederum Orangen wachsen. Dann wird eine Orange vom Baum gepflückt und ausgepresst. Und der Saft kommt in einen Becher. So ist es. Gute Arbeit, Josh. Hey, echt gut gemacht. Weißt du, woher wir unseren Orangensaft bekommen? Aus dem Kühlschrank. Wie können wir euch helfen, Felicia und Fred Filz Freunde? Also, wir möchten gern wissen, wo unser Obst und Gemüse wächst. Oh, okay. Also, wir sind hier, um zu helfen. Dann zeigt mal, was ihr da habt. Okay, was ist mit Kartoffeln? Ja, wo wachsen Kartoffeln? Eine Frage, wo wachsen Kartoffeln? In der Erde.
Ah. Hi, Erdhörnchen. Kartoffeln wachsen in der Erde, ja. Und deshalb sind sie auch immer etwas schmutzig. In der Erde? Wow! Okay, und was ist hiermit? Ja, wo wachsen denn Weintrauben? Moment. Weintrauben, wo wachsen die? An einem Rebstock. Ah. An einem Rebstock. Gut gemacht. Okay. Weiß man wirklich nie, was so passiert. Seht doch, da ist mein Name. Komm mit. J-O-S-H. Josh. Oh. B-L-U-E. Das ist Blue. Okay, also, lasst uns den Satz hier anschauen. The ball threw a girl. Hallo. Hi. Der Ball warf ein Mädchen? Nein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Wie könnte der Satz richtig lauten? Wer warf den Ball? Ein Mädchen. Hallo. Hi. A girl. Hallo. Threw the ball. Toll. Das war wirklich super gut. Oh, da. Da ist noch ein Satz. Okay, lasst uns auch noch diesen Satz lesen. A ball caught the puppy. Wartet mal kurz, was? Also mit dem Satz stimmt auch was nicht. Ein Ball fängt das Hündchen? Nein! Nein! Na dann, mal sehen. Wie könnte der Satz wohl richtig lauten, sodass er Sinn ergibt? Ein Hündchen, was macht ein Hündchen? Es fängt den Ball. A puppy caught the ball. Wow, so ergibt es endlich Sinn. Ich habe mich schon gefragt, wer den Ball wohl fängt, den das Mädchen geworfen hat. Lesen ist wirklich toll. Oh, die Geschichte geht ja weiter. Ja, bin gespannt. Puppy snack, the and the ate a girl. Hi. Hi. Oh Mann, das ergibt wieder keinen Sinn. Okay, also. Denkt ihr, dass aß ein Mädchen Hallo? Richtig ist? Nein! Ja, finde ich auch. Da stimmt was nicht. Okay, also. Was glaubt ihr, wer isst den Snack? Das Mädchen Hallo? Und das Hündchen. Oh ja, das Mädchen. Hallo. Und das Hündchen. Okay, dann werden wir das richtig stellen. The girl Hallo. And the puppy ate a snack. Wow, was für ein Satz. Oh ja, lesen wir mal die ganze Geschichte. A girl threw the ball. A puppy caught the ball. The girl and the puppy ate a snack. The end. Ende. Hier ist das Buch, das du lesen wolltest. Hey, Didel, Didel. So,
Dann mal los. Hey, Diedel, Diedel, die. Katze. Katze und die Fiedel. Die Worte kennt ihr. Erinnert ihr euch? Die Kuh sprang über den Mond. Oh. Der kleine Hund, ja, lachte, als er diesen Sport sah. Und die Schüssel lief davon mit dem Löffel. Ja, wow, gut gemacht. Hallo, Josh. Hallo, ihr. Hey, was habt ihr vor? Wir wollen zusammen ein Lied singen. Kannst du uns helfen? Na klar, wir haben auch schon die ganze Zeit gesungen. Ja, danke. Ja, danke. Lenk dein. Oh nein, wie geht's weiter? Könnt ihr helfen? Oh, sicher. Ihr helft mit, richtig? Danke. Lenk dein Auto. Geht es so weiter? Nein! Lenk dein Fahrrad! War das jetzt richtig? Nein! Lenk dein Boot! Geht es so weiter? Ja! Ja, großartig. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Lenk dein Boot sanft hinab den. Oh nein. Oh. Könnt ihr uns helfen, herauszufinden, wie es weitergeht? Oh. Ja. Lenk dein Boot sanft hinab den. Weg. Ist es das? Nein. Fahrt. Ist es das? Nein. Fluss. Ist es das? Ja, das ist es. Ja, das bin ich. Fluss. Ha, dann habt ihr es, Kükenchor. Ja. Lenk das Boot sanft hinab den Fluss. Fröhlich und vergnügt, das Leben ist ein Genuss. Muss, Schluss. Also, welches der Küken hat gerade das richtige Ende gesungen? Das Leben ist ein Genuss. Muss, Schluss. Das da, Genuss. Ja, ich bin's. Das Leben ist ein Genuss. Hey, ich denke, euer Lied ist jetzt komplett. Okay, singt mit uns. Lenk das Boot sanft hinab den Fluss. Fröhlich und vergnügt, das Leben ist ein Genuss. Ja, das war wunderbar. Oh ja, richtig, Blue. Wir müssen zurück nach Hause für unsere eigene Musikzeit, la la la. Hä? Hey, wer macht diese Musik? Blue. Das ist wirklich lustig. Na, Blue, welches Lied möchtest du singen? Oh, wie wär's mit, da war ein Farmer, der hat eine Hündin und Blue war ihr Name. B-L-U-E, Blue, B. Nein, aber du magst das Lied doch. Also, was möchtest du dann singen? Blue möchte das Lied Old MacDonald hat eine Farm singen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja! Musikzeit, la la la!
Okay, jetzt wird es Zeit für Blues Lied. Bereit? Old MacDonald hat ne Farm, I-ya-i-ya-o. Da laufen viele Enten rum, I-ya-i-ya-o. Mit nem Quack, Quack hier und nem Quack, Quack da. Hier ein Quack, da ein Quack, überall ein Quack, Quack. Old MacDonald hat ne Farm, I-ya-i-ya-o. Das war großartig. Hey, ich mag unsere Musikzeit einfach. Ihr auch?